Guten Abend, ihr Nachtschwärmer. Na, auch noch wach? Hallo Chris, hallo Tyrawall. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, ich wollte mal wieder das Übliche machen. Einsammeln, die Welten durchgehen, was man so macht in Forge of Empires. Und vielleicht habt ihr ja noch Ideen, worüber man so sprechen könnte. Ich hätte auch noch ein paar Sachen, die ich euch fragen wollte. Aber ich stelle hier erstmal die Produktion an und dann werden wir gleich mal schauen. Wie geht's euch? Seid ihr alle fit und gesund? Dein Sound war aus. Am Telefon oder wie? Ja. So, das kann ich zumachen. Ja, ein FOE-Stream am späten Abend. Hallo. Seolander oder Seolander, ich weiß nicht, wie die Aussprache ist. Ja, kann ich verstehen, dass du langsam müde wirst. Andere gehen jetzt ins Bett. Und ja, ich wollte eigentlich halt noch die Ernte machen und so. Und dachte, ich gehe nochmal live und frage euch ein paar Sachen. Und red nochmal über ein paar Dinge. Also einerseits habe ich jetzt versucht, mein Stream noch etwas zu professionalisieren und habe so ein paar Einblendungen gemacht über Stream Elements. Ich hoffe, das sieht man. Ich habe da oben hier so... müsste jetzt irgendwie Jockeltraut als letzter Sub stehen und hier so müsste auch ein Last Follow stehen, aber ich hoffe, da steht nicht der Name hier, steht nicht Madell, sondern eher Weizenspam. Ja, weiß ich nicht, ob der junge Freund nochmal reinschaltet. Heute Abend vielleicht nicht mehr. Wobei er letztens, in einem Stream erzählt hat, dass er bis 3 Uhr nachts wach war und gestreamt hat. Oder bis 2, 3 Uhr oder sowas. Weiß ich nicht, ob er gerade Ferien hat. Na, nicht, dass wir ihn verschreckt haben. Hallo Pommespirat. Kann man das sehen da oben? Latest Sub und Latest Follow? Und wenn da Latest Follow steht, welcher Name steht da? Madell, ha, Madell. Ja, Madell ist der Testname von Stream Elements. Komisch, dass der da stehen geblieben ist und nicht... Der letzte Follow ist von Weizenspam. Der müsste da eigentlich stehen. Naja, also zumindest Jockeltraut als Sub stimmt. Und das andere muss ich wohl nochmal ran. Da stimmt noch was nicht. Und man müsste jetzt auch sehen, wenn jemand neu folgt, dann müsste jetzt auch hier was aufploppen. Also diese Standardansicht von Stream Elements mit dem Herzchen. Genau. Und dann kriege ich das hoffentlich besser mit, wenn jemand neu folgt und kann das dann auch entsprechend würdigen. Womit ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen muss, ist mit dem Chat, weil man kann ihn ja je nach Untergrund mehr oder weniger schlecht lesen. Ja, aber durch das wenn man ein bisschen verschiebt und ein bisschen rumklickt, dann geht es einigermaßen, dass man zwischendurch mal den Text lesen kann, denke ich. Ja, wie weit man neuen Spielern Tipps geben soll, das ist eine gute Frage. Also wir hatten heute, wie hieß er denn noch gleich? Top Race TV auf Twitch entdeckt, beziehungsweise ich habe ihn entdeckt, weil ich mal geguckt habe, wer in den letzten Tagen so Streams gemacht hat über Forge of Empires auf Twitch. Und da habe ich ihn entdeckt, dass er angefangen hat, irgendwie vor 3, 4 Tagen Forge of Empires zu streamen. Und dann habe ich gerade irgendwie eine alte Folge von ihm geguckt, wo auch der Paul Meme mit drin war, den ihr vielleicht auch kennt aus unserem Chat und der ihm da auch Tipps gegeben hat und ihn etwas überfordert hat, glaube ich. Und in dem Moment ist er live gegangen und dann habe ich das geteilt, dass er gerade live ist und dass da gerade jemand frisch anfängt mit Forge of Empires. Aber also er ist, glaube ich, vor allem davon begeistert, dass es so viele Leute gibt, die daran interessiert sind, also zuzusehen, wie andere Forge of Empires spielen, glaube ich. Und ich habe das dann bei uns auf dem Discord geteilt und dann kamen gleich noch ein paar Leute dazu und ja, da ist er, glaube ich, ziemlich happy gewesen darüber, dass da so viele Leute eingeschaltet haben. Ja, aber die Frage, wie viel Tipps man geben sollte, ist sicherlich eine berechtigte Frage und man muss sich sowieso erstmal so ein bisschen einfinden, denke ich, in das Spiel. Ja, genau. Also ich fand die Tipps, die Paul ihm gegeben hat, fand ich ein bisschen überfordernd, ehrlich gesagt. Wo ich den anderen Stream gesehen habe. Aber so begleitend helfen kann man sicherlich. Und er schien ja da auch ganz glücklich drüber. Also keine Ahnung, mal zeigen, ja, oder mal darauf hindeuten, ach, du kannst da so ein Ereignis einsammeln und sowas. Und das haben wir ja dann auch gemacht gehabt vorher. Also vorhin, heute am frühen Nachmittag. Genau. Eher normaler Nachmittag. Für mich ist das alles so ein bisschen früher. Ich bin überall ein bisschen später dran. Wie ihr vielleicht merkt. Ja. Also meine Familie ist im Bett. Und die ist tatsächlich auch nicht ganz so fit. Meine Tochter ist ein bisschen krank und meine Frau ist ein bisschen krank. Und wir haben jetzt auch die düstere Vorahnung, dass uns jetzt Corona überwältigt. Weil das war jetzt vor kurzem bei meiner Tochter in der Kita, deswegen ist die auch zu Hause, weil sie in Quarantäne ist. Gleichzeitig ist sie jetzt auch ein bisschen krank, also so erste Symptome. Bisher sind die Tests aber alle noch negativ, beziehungsweise wir haben heute so eine Andeutung von Strich gesehen bei der Kleinen. Also vielleicht wird sie gerade positiv. Oder ist sie schon positiv, aber der Schnelltest schlägt dann noch nicht ganz an. Aber so richtig ein Hauch von Strich, nicht, dass man... Also da musste man wirklich ganz, ganz genau hingucken mit Taschenlampe und ja, dass man da was erkennen kann. Aber vielleicht war das auch nur irgendwie ein komischer Schatten. Aber zumindest war der Strich bei meiner Frau nicht zu sehen. Die hat auch einen Test gemacht. Ich habe keinen Test gemacht. Mir geht es immer noch relativ gut. Und dadurch, dass ich im Homeoffice die ganze Zeit arbeite, glaube ich auch nicht, dass ich da der erste Kontakt bin, wenn jemand von uns krank ist. Also bei mir kommt es dann vielleicht ein bisschen später. Schauen wir mal. Aber ja, also ich habe relativ wenig Sorge, so bin ja jetzt noch nicht so alt und Impfung ist auch alles durch. Von daher kommt, wie es kommt. Kann nur sein, dass ich dann doch krank werde demnächst. und mir es nicht ganz so gut geht. Aber schauen wir mal. Im Moment ist alles gut bei mir. Ja, danke. Danke, Thürawal. Seit 13 Monaten im Homeoffice. Ja, ja klar, beim Einkaufen kann es einen auch erwischen. Naja, also meine Frau ist Lehrerin und meine Tochter geht in die Kita, also die kann es jederzeit erwischen. Also mich erwischt es vielleicht beim Einkaufen, ja, das kann sein. Oder beim Fußballspielen. Genau. Ja gut. So viel zu diesen beiden Themen schon mal, also so ein bisschen Just Chatting und dass ich mein Streaming-Interface hier so ein bisschen aufpoliert habe. Ich habe auch die Kanalpunkte eingestellt und der liebe Arak hat mir auch ein Symbol erstellt für meine Nainiten oder Nainiten. In Anspielung an Naniten, also diese kleinen technischen Nanobots, die ganz winzig sind und kleine Reparaturen durchführen können. Genau, und an die habe ich da gedacht als Kanalpunkte. Und da habe ich jetzt auch so ein paar Sachen eingestellt. Ich muss halt noch ein bisschen gucken, ob das jetzt vielleicht... Also ich hab mich jetzt bei der Anzahl der Kanalpunkte an anderen so ein bisschen orientiert, so an Pi und Josi und Joggeltraut und Zocket, also wie viele Kanalpunkte die so für so verschiedene Sachen verlangen und mich da so ein bisschen einsortiert. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr die Kanalpunkte so findet, die ich mir da so einfallen lassen habe. Und auch wie die Bewertung also was die Kosten angeht, ob die jetzt eurer Meinung nach zu hoch eingestellt sind. Also vielleicht für den Anfang sind sie noch sehr hoch, weil ihr ja wahrscheinlich alle noch keine Kanalpunkte sammeln konntet, großartig, weil ich ja noch nicht so lange live und Affiliate bin. Und im Prinzip das Kanalpunkte sammeln ja jetzt erst losgeht. Ja, und ob ihr vielleicht noch weitere Ideen habt. Genau, und auch für Jagged Alliance Streams habe ich mir auch so ein paar Sachen einfallen lassen und ich habe auch diese Kürzel davor, FOE und bei Jagged Alliance JA2, damit ich die relativ einfach an- und ausschalten kann, je nachdem, was ich streame und sehe, welche Kanalpunkte ich jetzt aktiv schalten kann und welche ich deaktivieren muss, genau. Und ich hoffe, ich habe jetzt alle FOE-Kanalpunkte an und die allgemein und keine Jagged Alliance-Kanalpunkte. Da muss man dann halt leider immer ein bisschen hin und her schalten, weil das Twitch leider nicht automatisch machen kann. Wobei das rein theoretisch ist es ja möglich, ja, dass man einstellen könnte, je nachdem, welches Spiel man spielt. Das erkennt ja Twitch oder das kann man ja in Twitch angeben, dass dann die Kanalpunkte auch automatisch umschalten. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann. Genau, sowas habe ich eingestellt. Genau, Liegestütze für 2500 Kanalpunkte hat natürlich der Falco drin, Zocket. Und ich habe auch Liegestütze drin, aber noch nicht aktiviert. Und zwar ein Liegestütz für 500 Kanalpunkte. Genau, dann sind die ein bisschen günstiger. Und dazu habe ich geschrieben, dass ich sie am Block ausführe. Also wenn 10 zusammenkommen, dann mache ich halt irgendwie 10 Stück. Oder wenn 5 zusammenkommen, mache ich 5 Stück, je nachdem. Genau, aber ich habe sie heute noch nicht aktiviert. Weil ich auch noch ein bisschen hadere, damit meine Kamera irgendwie zu verschieben. An sich finde ich die Idee cool, dass man irgendwie so ein bisschen Sport macht nebenher. Während man ja eigentlich vorm Rechner sitzt und Hallo Diamantrex. Genau, und dadurch ein bisschen fit wird vielleicht. Fit im Homeoffice. Und ja, von daher ja, finde ich das eigentlich ganz cool mit den Liegestützen oder was ich, Sit-Ups oder sowas. Man kann ja auch mal was anderes machen. Könnt ihr auch sagen, vielleicht tue sportliche Dinge oder sowas x-mal. Und dann macht man vielleicht auch mal was anderes. Genau, aber meine Kamera müsste ich halt verschieben und die ist jetzt halt so eingestellt, dass sie halt da unten in dem Eck zu sehen ist. Und wenn ich die halt da, ja, wegnehme und irgendwie auf die Erde richte, dann ist es halt blöd. Dann muss ich sie halt irgendwie wieder zurückstellen und so. Damit hadere ich gerade noch ein bisschen. Oder ihr müsst mir einfach glauben, wenn ich sage, ich habe einen Liegestütz gemacht. Oder 5 oder 10. Ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt. Genau. Aber... ich habe mir was einfallen lassen zu Stadtbesuchen, und zwar werde ich einfach einen neuen zweiten Account noch anlegen, mit dem ich die Stadtbesuche mache, sodass, wenn ich hier mich hier auf Welt wechseln drücke, dass die anderen Welten einfach nicht erscheinen. Genau, aber dazu müsste ich mich nochmal registrieren. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Von daher ist es vielleicht jetzt noch nicht so ideal, der Zeitpunkt für Stadtbesuche. Nein, wir glauben nicht. Ja. Oder ich muss mir noch eine zweite Webcam kaufen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Vielleicht irgendwie so eine ganz günstige, die irgendwie für 10 € das Bild nur ganz verpixelt darstellt, wo ich dann irgendwie drauf umschalten kann in dem Moment. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Dass ich mir die dann einfach so hinstellen und auf den Boden richten kann, und wenn die einfach eine schlechte Qualität hat, ist ja auch egal, weil geht ja nur darum, dass ich beweise, dass ich die Liegestütze mache. Genau. Die andere Kamera ist ja hier nicht ganz so günstig gewesen, aber dafür ist das Bild extra klein. Ja, okay, dann kommen wir mal hier zum... Ach nee, ich habe noch mehr Themen. Ich habe noch mehr Themen. Ich habe noch 2 Meta-Themen. Und zwar habe ich einmal die Frage an euch, ob ihr bei mir Werbung seht. Zwischendrin oder vorher oder nachher oder wenn ihr meinen Stream nachguckt im Nachhinein. Weil ich habe das eigentlich überall ausgestellt, weil ich eigentlich keine Werbung schalten will, weil insbesondere mir bei Zocket zum Beispiel nicht gefällt, dass da zwischendurch Werbung läuft. Also innerhalb seines Streams. Ich weiß nicht, ob er es jetzt ausgestellt hat, weil ist mir heute nicht aufgefallen. Weil er dann halt weiterspricht und dann man das nicht mitbekommt, was er da spricht in dem Moment, weil dann Werbung läuft. Und das finde ich ein bisschen blöd. Blöd gemacht von Twitch. Genau, also ich habe die Werbung eigentlich komplett ausgestellt und deswegen hoffe ich, die läuft auch nicht. Und ja, also falls ihr 3 Spots mittendrin, okay. Ja, das ist natürlich, wenn dann der Spot laufen würde und danach das da weitergehen würde, wo der Spot läuft, dann, also, dann wäre es okay, ja, ne? Dann würde man nichts verpassen in dem Moment, aber das kriegt ja dann in dem Moment Falco auch nicht mit. Also ihr schreibt zwar, dass dann in dem Moment Werbung läuft, dass er vielleicht dann in dem Moment Pause machen könnte, aber, naja, das muss man halt auch erstmal lesen. Und wenn er dann gerade in seinem Aufbau drin ist, dann liest er das in dem Moment halt auch nicht. Und dann spricht er halt währenddessen und dann kriegt man das halt nicht mit, während die Werbung läuft. Das ist ein bisschen ungünstig. Was ihr auch seht, ich habe bei Stream Elements jetzt so automatische Nachrichten erstellt. Ständig Werbung von OnlyFans, ja, natürlich. Also mein OnlyFans-Account muss ja auch bespielt werden, Pommes Pirat. Genau, also die Nachrichten von Stream Elements, die ploppen hier mal rein, hin und wieder. Da habe ich so automatische, die immer wieder aufpoppen, eingestellt. Und ich habe auch Commands eingestellt. Ich weiß nicht. Ah ja, genau. Mit Ausrufezeichen Commands kann man dann sehen. Aber das ist, da ist jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich was Besonderes drin. Es fehlen auch noch ein paar. Mir sind noch ein paar eingefallen, die ich da hinzufügen wollte. Ja, genau. Oh, nee, Help geht nicht. Erstmal Hallo Samson. Aber Help geht nicht. Help ist kein Command. Ja, OnlyFans. OnlyFans ist ein guter Tipp. Und Help eigentlich auch. Werde ich vielleicht nochmal was hinter machen. Hinter die beiden. Ich schreibe sie mir mal auf. Okay. Gut, habe sie mir notiert. So, und dann noch eine Sache. Ich habe beim letzten Mal wieder vergessen, jemanden zu raiden. Und ich würde schon gerne jemanden raiden. Und ich vergesse es halt. Manchmal. Von daher, wenn ich aufhöre, erinnert mich nochmal dran, dass ich jemanden raide, weil ihr könnt ja dann auch nochmal Kanalpunkte verdienen, wenn ihr mit rüber wechselt. Und ja, wen denn nachts raiden? Also P-Dizzle ist zum Beispiel immer mal wieder online, ne? Ich meine, den habe ich jetzt halt auch nur über Josie, kenne ich den halt auch nur, weil ich mal mit ihr da zu ihm rüber geradet bin oder über ihren Stream zu ihm rüber geradet bin und ja, das könnte man ja einfach mal machen, wieder zu ihm rüber raiden. Den kennen ja sicherlich dann auch schon viele von euch, weil, wenn ihr Josie und P folgt und deren Programm seht und dann ist ja dann vielleicht auch der nette Nebeneffekt, ja, P-Dizzle, genau. Der nette Nebeneffekt, dass ihr noch ein paar Kanalpunkte extra bekommen könnt. Und ja, dann die auch einsetzen könnt. Genau, also ich weiß jetzt nicht, was ihr so schon an Kanalpunkten gesammelt habt. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr gerade aktuell so habt. Dass es vielleicht für mich mal so eine Orientierung ist, was ihr jetzt schon sammeln konntet. Genau. So, jetzt aber mal zum FOE. 3.800? 3.900? Schon Türabel? Na, nicht schlecht. Da sind ja zum Teil schon einige zusammengekommen. Ja. Ach. Okay, na dann sammelt sich das ja an und dann könnt ihr ja auch bald gerne mal welche einsetzen. So. Ab auf W und Gilde vorstellen. Ich weiß nicht. Mich überzeugt das nicht, Diamantrix. Jetzt mal ganz, ganz wichtig, Diamantrix, wenn du mir den Baum findest, den Baum hier, auf meiner Hauptwelt, dann mache ich das. Okay? Ich finde den nämlich mal wieder nicht. Wenn du den Baum findest, dann werde ich auf W die Gilde vorstellen. Ein bisschen Gags machen mache ich vielleicht. So. Hier ist jetzt generell auf meiner Hauptwelt alles soweit erstmal in Ordnung. Ich wollte nochmal in das Event reingucken. Ich habe jetzt keinen guten Tagespreis in den letzten 15 Minuten. Da wollte ich nochmal kurz durch alle Welten durchgucken, ob ich nochmal irgendwo die Eventwährung ausgeben muss. Und mich nochmal an der Nase kratzen. So. Der buschige Baum ist sehr mittig bei mir. Du meinst schon wieder was anderes, ne? Du sprichst schon wieder von OnlyFans, oder? Oder Diamantrex? So, hier gibt es noch ein paar Ereignisse einzusammeln. Ansonsten habe ich die tägliche Herausforderung noch nicht beendet. Da muss ich hier nochmal ein bisschen Gildenexpedition spielen. Aber erstmal würde ich nochmal nach den Forge Bowl Event Preisen gucken. Olympischer Tresor bringt mir jetzt hier auf meiner Diamantwelt nicht so viel. Wechseln kann ich es nicht mehr. Da hoffe ich eher noch mal so auf Medaillen. Genau, oder auf Wunschbrunnen. Genau, Wunschbrunnen wären schön, aber gibt's nicht. So, dann auf dieser Welt. Mal gucken. Auswechselpreis, der bringt mir ja auch nicht wirklich was. Kann ich erstmal flott einsammeln und neu anstellen. So. Zack. Und ich glaube, hier habe ich, ja, 5 Minuten Produktion noch offen. Sehr schön. Gut, dass ich reingeguckt habe. Die sind ja auch recht flott gemacht. Ich glaube, das sind aber nur 12 Produktionsgebäude. Also muss man danach einen nochmal anstellen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Weil 10 Minuten online sein werde ich wohl noch. So, Terrakotta-Armee kann ich dann auch leveln. Und direkt mal noch neu einstellen. Ach je. Ja, das mache ich jetzt erstmal noch nicht. Aber vielleicht gleich. Erstmal schnell die Welten nochmal durchgehen. Wegen dem Tagespreis und der Eventwährung. Oh. Ja, hier habe ich die Japaner gemacht. Da habe ich am Anfang, ja, hier ist auch Quatsch, habe ich am Anfang die Musik laufen lassen, weil ich die gerade auch ganz schön fand. So, wir sind gerade auf W, Diamantrex. W in der Ausbauphase. Auch hier aktuell kein Preis, der wichtig ist. Dann nochmal schnell rüber. Ah, hier gibt es ja eh keinen Tagespreis. Ja, hier sammle ich jetzt den Rest noch ein. Läuft ja eh nur noch 11 Stunden. Schaffe ich nicht, das Hauptgebäude zu kriegen auf der Beta. Ist egal. Bin ich nicht oft genug online auf der Beta. So, okay. Dann habe ich also für heute erstmal nichts mehr zu ernten. Nichts mehr Wichtiges und was die Tagespreise im Forge Bowl Event angeht, und kann weiter die normale Ernte machen und mal wieder im Chat lesen, was ihr geschrieben habt. Gott, wo ist das? Da. So. Variante zu 1500 Diplomatie im Mogulreich. Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Pommes-Pirat. Also du kannst mir das zum Beispiel über... also du kannst den Screenshot machen, das auf Imgur beispielsweise stellen. Das ist so eine Bilderplattform. Imgur. Moment, ich schicke mal gerade den Link in den Chat. So. Da kannst du das einstellen und dann kannst du mir den Link per Direktnachricht schicken und dann können wir uns das mal angucken. Aber die Frage ist so ein bisschen, was du damit zeigen möchtest. Also, aber das kannst du ja dann gleich nochmal schreiben. Genau. Ja, so, ein Koloss auf W macht sich gut. Ja, das Problem mit dem Koloss auf W wäre ja, dass ich den wieder einlagern müsste, wenn ich, wenn die Stadt gezeigt wird. Ich würde auf W mich schon daran halten wollen, dass ich nur Gebäude baue, die ich flott wieder abreißen kann, wo ich kein Problem mit habe, oder die sich quasi in mein Gesichtsstadtbild einpflegen lassen. Also von daher passt der Koloss nicht so gut. Aus meiner Sicht. Man könnte ihn vielleicht irgendwo an den Rand stellen, dass er nicht so stört. Aber ja, weiß ich nicht, habe ich noch so keine so richtig gute Idee. Und Pommespirat, falls du mir den Link geschickt hast, sag nochmal kurz Bescheid, dass du den Link geschickt hast per Direktnachricht, damit ich das weiß. Also schreib das nochmal kurz hier im Chat und schreib nochmal kurz dazu, was du damit zeigen möchtest. Ja, noch 11 Minuten gibt es das Siegesplatz-Kit bei dir, Thürawall, ja? Also als Austauschpreis nehme ich an. So, weiter ernten. Hier auf der Classic-Welt alles schön zeitaltermäßig. Keine störenden Eventgebäude zu sehen. Und ich muss noch eine Begegnung in der Gildenexpedition machen, aber ich werde wahrscheinlich noch alle machen, die jetzt noch gehen, mit meinen gebundenen Einheiten. So, und die Produktion, schon mal 8 Stunden Produktion anstellen für das Einsammeln morgen früh. Wobei, ehrlicherweise, es ist auch ein bisschen immer ein Spiel auf Glück, weil je nachdem, wie ich beruflich so eingespannt bin, schaffe ich das dann noch, die Einsammlung zu machen am frühen Morgen oder eben nicht. Was mache ich denn da jetzt? Überbezahlen? Ja, an sich sind nur Münzen, die ihm jetzt verloren gehen, wenn ich überbezahle, aber ne, will ich eigentlich ungern machen. Ne, dann zahle ich hier ein. Es sind nur Münzen, die ihm verloren gehen, aber auf der Classic-Welt könnten die Münzen auch noch was wert sein, weil man kriegt ja nicht so viele durch irgendwelche Eventgebäude und so, wo man sich gut Münzen verdienen kann. Deswegen will ich da jetzt ungern überbezahlen. So, okay. Global? Nee. Ach, in 11 Minuten. Ja, richtig. Okay. In ein paar Minuten gibt es das Siegesplatz-Kit. Na, das ist natürlich schön. Das ist natürlich schön. Pommespirat, das ist keine Direktnachricht. Direktnachricht machst du über... Oh, muss ich mal kurz zeigen... Ich zeige mal hier kurz meinen Twitch-Bildschirm. Direktnachricht machst du, wenn du hier nach mir suchst, beispielsweise. Also ich suche jetzt einfach mal nach dir. Es gibt so viele Pommes-Piraten, aber man kann jetzt hier draufklicken und eine Nachricht schicken. Das ist eine Direktnachricht über Twitch. Und da müsste man auch Links verschicken können. Genau. So, ja. Du verstehst nicht, wie man Ketten nutzen kann. Ja, Samson, das verstehe ich auch nicht. Das muss ich dir auch ehrlich zugestehen, das verstehe ich nicht. Aber Das hier ist die Classic-Welt. Es gibt keinen Spieler, der jetzt so stark fortgeschritten ist, dass er an den Ketten die anderen übervorteilt. Also es gibt keine 100er-Ketten oder 20er, 30er, 50er-Ketten, wo man schnell überholt wird. Und dadurch, dass auch noch keiner eine Arche hat auf 80 und die 1,9er Förderung noch nicht funktionieren kann und die legendären Gebäude bei den allermeisten Spielern auch noch in den kleinen Bereichen sind, ist die Chance relativ gering, dass man gesniped wird. Und in dem Fall sind die Ketten halt eine Möglichkeit, schnell Forge-Punkte loszuwerden. Ich kann halt eine 1,9er Förderung nicht wirklich bedienen. Und also, weil ich nicht so viele Forge-Punkte eingelagert habe. Ich kann die letzten Plätze in der 1,9er Förderung belegen, aber dann fehlen uns wiederum die vorderen Plätze. Also das machen wir auch. Wir haben auch eine Liste, so eine externe Liste, wo wir so ein bisschen unterstützt werden von anderen Leuten. Hier, Unterstützung für Stagnation Classic, wo vordere Plätze belegt werden über die 1,9er Förderung. Und da schnappe ich mir dann auch mal einen hinteren Platz, wenn ich gerade viele Fortschritte eingesammelt habe. Aber ja, das ist halt jetzt die Möglichkeit, die ich hier nutze, um meine Fortschritte loszuwerden. Weil ich will jetzt auch noch nicht weiter leveln und ich bin hier an der Kante zum Hochmittelalter, aber einfach noch nicht bereit, ins Hochmittelalter zu wechseln, weil ich das jetzt erst am Ende des Events machen möchte. Genau. Ein paar Tage läuft das Event ja noch. 6 Tage. Also ich müsste mich mal informieren, habe ich noch nicht gemacht, ob noch irgendwelche Quests kommen, die sehr zeitalterbezogen sind, womit ich ein Problem bekommen würde, wenn ich schon wechsle. Wenn das so ist, würde ich erst danach wechseln. Und wenn nicht, dann könnte ich jetzt hier bald in das nächste Zeitalter aufsteigen. Aber idealerweise wahrscheinlich heute. Oder am Donnerstag? Ne, am Donnerstag, wenn die nächste GG startet. Dann. So, jetzt klingelt mein Wecker nochmal zum Mogulreich. Okay. So, eine Stunde bin ich auch noch wach. Also das letzte Mal hier eine Stunde einstellen. Ich hoffe nur, ich bin nicht noch eine Stunde live. Auch wenn es am Ende natürlich immer so ausartet. So, verstehst du auch nicht, Hörer, weil ja, mit 1,0 zahle ich weniger in mein LG. Ja, na, du hast recht, ich zahle dann weniger in mein LG, aber ich zahle ja gerade nicht in mein LG. Ich gucke in die Ketten, wo ich schon eingezahlt habe. Also ich achte so ein bisschen drauf, in welche legendäre Gebäude von anderen Spielern in der Gilde ich schon eingezahlt habe und zahle da mehr ein. Und ich fange eigentlich nur neue Ketten an und nur neue Gebäude, wenn die alten dann gelevelt sind. Und die Hoffnung ist dann, die auch meistens erfüllt wird, dass ich auf einen der vorderen Plätze komme. Also hier zum Beispiel im Aachener Dom von Bull werde ich auf jeden Fall Platz 1 oder Platz 2 bekommen am Ende. Und dann, also ich möchte halt die Blaupausen sammeln und gleichzeitig noch die Forge-Punkte einlagern, die ich jetzt hier die ich jetzt zurückbekomme über den Metzenbonus, um dann eben wiederum Forge-Punkte auch für eine 1,9er Förderung zu haben, um selber Plätze belegen zu können. Und das ist hier gerade aktuell mein Ziel. Genau. Und klar, das wird dann irgendwann nicht mehr gehen. Also wenn legendäre Gebäude irgendwie in den 20er-Bereich kommen, dann kann ich das nicht mehr machen, weil die Gefahr dann einfach zu groß ist, dass es gesnipert wird. Aber im Moment ist es noch okay. Also ich verstehe auf jeden Fall den Unmut gegen Förderketten. Und ich verstehe auch nicht, warum man sie in normalen Welten noch einsetzt, weil es da eben große Archen gibt und die Unterstützung durch große Archen einfach erfolgen sollte und müsste. Und ich habe in meiner Hauptwelt, in der Gilde, wo ich noch in der Gildenleitung war, auch selbst mitinitiiert, dass wir keine Förderketten mehr betreiben. Oh, X-File, X-Philo, vielen Dank für dein Follow. Es hat auch geklappt hier mit dem Ping und mit dem Herzchen, sehr schön. Danke, dass du es ausprobiert hast, auch, dass das Stream Elements funktioniert. So, die Quest für morgen, 15 Minuten Produktion. Ja, habe ich jetzt leider schon die 8 Stunden Produktion angestellt. Soll ich nochmal abbrechen? Ich weiß nicht. Ja, auf wen eine 1,6er Förderung, ohne dass du selber fördern musst. Ja, das ist natürlich auch eine ganz gute Option. Donnerstag wird busy. W und Q Zeitalteraufstieg. Ja, genau. Also ich muss auch gucken, also wenn ich jetzt wirklich den Zeitalteraufstieg ins Hochmittelalter machen will, danach habe ich ja dann wieder, dann brauche ich ja wieder die Forschpunkte für mich selbst, um die Forschung durchzuspielen. Dann würde ich jetzt auch nicht in ein legendäres Gebäude einzahlen und auch nicht mehr die Förderketten bedienen, großartig. Es sei denn, mir fehlen die Güter und ich muss ein bisschen Güter sammeln. Aber es kommt so ein bisschen drauf an, ob ich dann jetzt am Donnerstag Zeit habe, das zu machen mit dem Zeitalteraufstieg. Vielleicht schaffe ich das, vielleicht kriege ich es sogar im Livestream hin, müssen wir mal schauen. Vielleicht liege ich auch schon krank im Bett, wer weiß. Wäre auf jeden Fall ganz nett, wenn man das live machen könnte, denke ich. Aber müssen wir schauen, also ist unklar. So, jetzt habe ich wieder 10. Jetzt habe ich wieder 10 Fortschrittspunkte zu verteilen. Toffee, da bin ich doch schon drin, oder? Ja, sehr schön, Toffee. Genau, also da versuche ich halt auch auf Platz 1, 2, 3 zu kommen, je nachdem, wo ich dann am Ende dabei rauskomme. Und ich versuche halt wirklich nur in LGs einzuzahlen, wo ich schon drin bin, wo ich weiß, dass ich schon drin bin. So, dass ich eben nach vorne komme in der Metzenliste. Genau, okay. Welchen Move... welchen Move mache ich, Diamantrex? Das musst du nochmal erklären. Da fehlt mir jetzt der Bezug, weil es schon zu lange her ist, was du geschrieben hast. So. P1 Verein Forschpunkt machst du. Okay. Na, und wo kriegst du die Blaupausen her auf A, wenn du alles selber hochlevelst und bei anderen nicht einzahlst? Ja, Geldeinsatz kann natürlich helfen oder auch, wenn man jetzt viele Diamantenwelten hat, dann Latest Follow ist leer. Ja, komisch, irgendwie stimmt es nicht. Also jetzt müsste ja natürlich da X-Philo stehen, ne? Oder X-Philo, je nachdem, wie er das ausgesprochen haben möchte. Die O's sind sicherlich nur Dekoration. Genau, der müsste jetzt eigentlich da stehen. Keine Ahnung, warum das jetzt leer ist. Ist ein bisschen blöd. Muss ich mal gucken, wie ich das korrigiert kriege. Genau, also anscheinend kam jetzt die Information tatsächlich auch rüber, dass sich der Latest Follow geändert hat, aber nicht auf wen. Und deswegen ist es leer. So, ja. Du machst nur 1,0, Samson. Genau, aber dann ist wieder die Frage, wo kriegst du die Blaupausen her? Also ich bin halt auch ein bisschen faul mit dem Motivieren. Ich weiß nicht, ob du die Blaupausen alleine dadurch bekommst. Also ich bekomme halt wirklich relativ viele Blaupausen einfach durch die Schleifen dann, ne? Und auch eingelagerte Forge-Punkte-Kits für die 1,9er Förderung, für die hinteren Plätze. Mäzene. Ja. Ja, Mäzene. Okay. Findest du, das ist nicht fair gegenüber anderen Kettennutzern, wenn ich mir die LGs merke, wo ich schon eingezahlt habe? Ich meine, dann können ja die anderen Kettennutzer in die anderen LGs, also sich die anderen LGs merken. So, ich meine, so überfrachtet sind die Ketten ja jetzt auch nicht. Also so viele zahlen jetzt da auch nicht ein bei uns auf der Classic-Welt. Es ist schon ein relativ okayes Rennen hier. Gut, dann mache ich hier mal die letzte Begegnung, die letzte notwendige Begegnung in der Gex. Also Ketten sind natürlich grundsätzlich unfair, da würde ich jetzt so nicht widersprechen, weil einfach das Missbrauchspotenzial so groß ist. Aber ich hätte jetzt nicht vermutet, dass auch schon das darauf achten, wo man einzahlt, als unfair betrachtet werden kann. Aber das ist zumindest meine Strategie, aus der Förderkette für mich auch was rauszuholen, weil ich möchte ja die Blaupausen und die FP-Pakete haben, damit ich sie dann anderweitig nutzen kann. Mal gucken, wie weit ich noch komme mit gebundenen Einheiten. Noch sieht es ja ganz gut aus. Die nur einmal getroffen wurden, kann ich ja auch nochmal ins Rennen schicken. So. Der Relikt-Tempel zahlt sich auch aus. Huch, Spenden. Oh, ist noch nicht freigeschaltet. Okay, na dann nicht. Dann noch nicht. Gut. Aber ich zahle natürlich mit den Rest-Forge-Punkten auch immer noch in mein eigenes LG ein und stelle die dann wiederum in einer 1,9er bzw. 1,0er Förderung, je nachdem, welche Plätze es sind. Die vorderen eher mit 1,9er und die hinteren. Oder ob ich überbezahle. Ja, ja genau, also es ist halt eine kleine Gilde und alle haben keine große Arche und deswegen finde ich, es ist okay mit den Schleifen. Solange wir noch relativ kleine LGs haben, wo die jetzt nicht in die Reichweite kommen, ist ja auch bei Chess jetzt so. Der hat jetzt zwar schon relativ viele Ranglistenpunkte, aber der hat kleine LGs. Der ist relativ weit, also relativ schnell, relativ weit aufgestiegen. Aber da ist es untereinander, glaube ich, schon relativ fair. Okay. Gut, dann wäre hier die Welt recht abgeschlossen. Dann gehe ich mal auf Fell, aber da habe ich, glaube ich, auch schon eingesammelt, aber da sind noch 5 Minuten Produktion neu zu starten. So. Ach, 2 fehlen mir. Nee, einer. Tatsächlich einer. Und die anderen, die 15 Minuten Produktion kann ich ja auch noch einstellen. Wie viel brauche ich davon? Mehr als 11? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Nö, 9. Also kann ich die Quest hier auch gleich beenden. So, und jetzt sagt ihr, es gibt hier den Siegerplatz. Sehr schön. Sehr schön. Kann ich ja bei meiner Hauptwelt dann gleich nochmal drauf bieten. Dann werde ich aber auf der Hauptwelt auch gleich nochmal die Produktion starten für diese 15 Minuten Geschichten, damit ich die Forge Bowls auch noch bekomme aus der Belohnung zu der Event-Quest. 22 mal 15 Minuten Produktion. Ist ja nicht so wenig. Brauche ich eine halbe Stunde. Ach so, ist auch in 2 Minuten beendet. Das ist ja ganz gut. Das passt ja ganz gut. 3 Minuten. Gut. Gut. Kann ich gleich wieder hier zurückkehren und nochmal auf A einsammeln. So. Auf M ist 1,94 Standard, ja. Bei uns ist 1,92 Standard, weil eigentlich eine 100er Arche fast alle haben inzwischen. Bei uns in der Gilde. So, die Güter, die kriege ich doch jetzt auch hin. Für die Quest, ja. Und dann kann ich auch die 15 Minuten Produktion hier noch starten. Und mehr als 9 Produktionsstätten habe ich. Das heißt, es klappt hier auch noch. Aber will ich hier die Siegerplätze aufstellen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich will ich sie nicht aufstellen. Von daher warte ich auf alternative Preise, beziehungsweise wechsle den Preis. Nennt mir mal einen guten Grund, warum ich den Siegerplatz vielleicht doch aufstellen sollte in der Diamantenwelt. Ich will eigentlich die Kampfgeschichte über die Zeus-Statue regeln. Also, dass ich die möglichst kleines Gebäude habe, was viel Angriffskraft gibt und dass ich dann eben in den Events die Kämpfe machen kann. Ich habe ehrlich gesagt auch kein großes Problem gehabt bisher mit den Kämpfen in den Events. Von daher würde ich es eigentlich gerne über die Zeus-Statue regeln. So, Medion. Hast als das erste Mal geschrieben. Ja, die Tagespreise entsprechen nie den Tagespreisen auf dem Beta-Server. Also die Reihenfolge ist unterschiedlich. Die Preise an sich sind manchmal auch unterschiedlich, aber die Reihenfolge ist immer unterschiedlich. Also sie ist nie die gleiche Reihenfolge wie auf dem Beta-Server. Aber man kann relativ zeitig mitbekommen, was der Tagespreis vom nächsten Tag ist. Wenn man beispielsweise Mensch, meine Kamera ist schon wieder verschoben. Ich glaube es ja nicht. Wenn man beispielsweise im Discord von Josie ist, sie postet nämlich immer aus dem thailändischen Forge of Empires, welcher Tagespreis am nächsten Tag kommt. Von daher, das vielleicht eine Empfehlung. Und vielleicht könnte man das im FOE-Stammtisch auch mal machen. Ja, im Fandom-Wiki steht es auch relativ zeitig immer, ja. Steht es auch immer relativ zeitig, welcher Tagespreis am nächsten Tag kommt. Aber das hängt dann davon ab, wann sich jemand findet, der den Tagespreis einträgt im Wiki. Ab 19 Uhr steht es im Fandom-Wiki, okay. Ja, wenn jemand Lust hat, dann kann er oder sie das auch gerne immer im FOE-Olymp und im Eventsbereich mitteilen, welcher der Tagespreis am nächsten Tag ist. Insbesondere, wenn es ein interessanter Tagespreis ist, wie zum Beispiel heute. Genau. Da muss aber jemand dann den Fleiß mitbringen und das eben machen. Wobei das ja nicht nur einer machen braucht, das können ja mehrere auch machen. Das wäre sicherlich eine nette Ergänzung im FOE-Olymp, wenn das da täglich erscheinen würde, was der nächste Tagespreis sein wird. Weil manchmal ist es halt gut, das vorher zu wissen, um sich zu entscheiden, ob man die Eventwährung noch ausgibt oder noch wartet auf den nächsten Tag. So, hier muss ich jetzt 15 Forge-Punkte loswerden und auch das ist natürlich immer ein Problem. Und hier regle ich dieses Problem eigentlich immer so, dass ich ungefragt in die legendären Gebäude anderer Spieler einzahle. Und solange sie mich nicht anpumpen, was 2 gemacht haben bisher, also oder freundlich darauf hinweisen, dass ich das nicht tun soll, gehe ich davon aus, dass das okay ist. Also für mich auf meiner Hauptwelt ist es auch okay, wenn man bei mir mit 1,92er, wie nennt man das? Mit 1,92er mit Zähenbonus belegt. Dann kann da auch jeder in meine LGs einzahlen. Habe ich kein Problem mit. So, Pommespirat, hast du mir jetzt eigentlich eine Direktnachricht geschrieben? Nö. Kam nichts an. Kam nichts an. Vielleicht, doch, kam was. Sind wir miteinander befreundet? Vielleicht musst du mir noch eine Freundschaftsanfrage schicken. Nehme ich dann auch an. Also bei Twitch. Ja, 16 Siegerplätze-Kids. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Diamantrex. So schnell. Also wenn ihr mir keinen guten Grund nennt, warum ich hier Siegerplätze bauen sollte auf der soon-to-be Diamantenwelt, Buntsbrunnenwelt, die jetzt schon 3 Buntsbrunnen hat, dann würde ich den Tagespreis wechseln. Und hoffen, dass ich noch mehr Erweiterungen freischalten kann mit Medaillen. Sorry. So, Schwierigkeitsstufe 1 in der Gag soll ich hier noch beenden. Oh, das wird aber auch nicht ganz so einfach auf dieser Welt. Oh, mal gucken, ob ich das noch packe. Thürawald, danke für deine 50 Bits. Das ist aber super lieb von dir. Vielen Dank. Führerball. Ich kann mich immer noch nicht so richtig dran gewöhnen, auch in die Kamera zu gucken, um mit euch zu reden und nicht da nach rechts in den Chat. Ja, aber es kommt, glaube ich, mit der Zeit. Das kommt, glaube ich, mit der Zeit. Genau. Medion, vielen Dank für dein Follow. Oh, und plötzlich steht's da, oder? Also Medion steht jetzt da bei mir. Medion steht da als Last Follow. Finde ich gut, dass es jetzt da steht. Ja. Komisch. Komisch, dass es bei X-Philo nicht ging. Sehr seltsam. Das kleine Bild hast du gar nicht wahrgenommen. Ja, die Idee ist, dass das hier quasi verschmilzt mit den, es könnte an der Größe liegen. Hier. Nee. Trotzdem nicht. Ach, 110% muss ich haben. 110%. Okay, das muss ich mir mal merken. 110% muss es sein, damit die Größe von dem von meiner Webcam mit dem Bild verschmilzt. Und die Idee ist halt, dass ich hier dann eben auch auf meinen Account in der Mitte zentriere. Dann habe ich hier oben Chris Nain zu stehen und darunter ist mein Bild zu sehen. Genau. Ja, und die Idee kommt ursprünglich nicht von mir, das muss ich dazu sagen, sondern von P, also Freaky P, hier auf Twitch. Und der hat ja inzwischen eine größere Kamera, aber ich finde das ein bisschen schwierig, wenn die Kamera so das halbe Bild verdeckt. Das finde ich nicht so schön. Und deswegen habe ich hier eine relativ kleine Kamera. Wenn ich mit Jagged Alliance spiele, dann ist es ja so, dass das Jagged Alliance noch im 3:4 Format, also ein Spiel im 3:4 Format ist, wo es noch ganz viele 3:4 Monitore gab 1999, und da habe ich dann an der Seite viel Platz und da kann ich dann auch eine größere Kamera einbauen oder ein größeres Kamerabild. Aber hier möchte ich halt nicht den ganzen Bildschirm belegen und ich habe halt auch keinen Greenscreen wie Josie, wo man dann den Hintergrund zumindest ausblenden kann. Also ihr seht halt auch, ich habe hier das Fenster wirklich richtig klein gemacht, damit man zumindest meinen Kopf relativ groß sehen kann, aber dadurch rutsche ich halt auch manchmal so ein bisschen aus dem Bild. Ja, also den Kopf so groß wie möglich im Verhältnis zum Rest der Umgebung. Vom Rest vom Büro sieht man ja fast nichts. So. Genau. Mach dein Bild größer. Sagst du auch. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wäre euch das lieber, wenn das Bild größer ist, aber dann dafür man nicht mehr so viel sehen kann? Vom Spiegel selbst? Das ist jetzt meine Welt auf A, das ist die Wunschbrunnenwelt. Also ich habe die halt relativ spät angefangen und dadurch sind ist die Anzahl meiner Wunschbrunnen noch relativ gering, nämlich 3. Und die Events geben ja auch nicht mehr so viele Wunschbrunnen und im Forge Bowl Event kriege ich ja jetzt auch nur einen Wunschbrunnen, wenn ich hier... Kriege ich überhaupt einen Wunschbrunnen? Hier ist ein Schrumpfkit. Ja. Ich bekomme offenbar auch nur ein Schrumpfkit, wenn ich die Eventwährung ausgebe und dann die Preise einfordere. Also auch kein Wunschbrunnen. Genau, deswegen, nächste Hoffnung ist mal wieder auf dem Schwierigkeitsgrad 1 lösen hier und dann in der Truhe des Herausforderers zu 7% nochmal einen Wunschbrunnen zu bekommen. Ich habe tatsächlich schon zweimal das Glück gehabt, den Wunschbrunnen zu bekommen, obwohl ich noch nicht besonders lange spiele auf A. Hauptsächlich spiele ich auf D. Das hier ist meine Hauptwelt. Da bin ich inzwischen so weit, dass ich sagen muss, hier gibt es nicht mehr wirklich viel für mich zu erreichen. Sicherlich kann man hier noch sehr viele Gebäude durch bessere Gebäude ersetzen, so wie mich ja, der Chris Schuh zum Beispiel darauf hingewiesen hat, dass ich zum Beispiel die Piratenschiffe gegen Kohleexpress austauschen kann. Die hätten ja mehr Angriffskraft und auch mehr von den anderen Werten. Das ist natürlich alles richtig, aber man muss auch erstmal Kohleexpresse haben, um die auszutauschen. Und ich habe eben nur zwei. Der eine ist hier oben, der andere ist hier unten. Und wenn es im nächsten Winter-Event irgendwie ich da Glück habe und einen neuen Kohleexpress bekomme, dann werde ich sicherlich da auch was austauschen. Und dann muss ich zudem noch dran denken, auch mal auszutauschen, weil ich habe jetzt im Inventar schon relativ lange den Winterkanal, den ich gegen die Weltausstellung tauschen will, was ich seit dem Ende des Winter-Events jeden Tag vergessen habe. Genau, aber selbst wenn, Mensch, das macht den Kohl nicht fett. Ich habe eine sehr gute Punktzahl, was die den Angriff der angreifenden Armee und die Verteidigung der verteidigenden Armee betrifft. Meine legendären Gebäude sind alle schon überm Ziel hinaus. Ja, also ich habe jetzt hier keine Sorge, selbst wenn ich das verschlafe hier, wenn ich das über quasi jetzt schon Monate, naja, Wochen zumindest, verschlafe, die Weltausstellung durch den Winterkanal zu ersetzen. Ach so. Okay, und deswegen ist das mit dem Bild in groß eigentlich wichtiger, dass ihr mich besser sehen könnt. Tyrawal, ja? Das ist das Argument. Ja, vielleicht sollte ich das dann mal tun, aber die Idee finde ich so charmant einfach. Dass man da so ein kleines Bild hat, was genauso groß ist wie der eigene Avatar und oben drüber steht noch der Name. Und in meinem Fall ist es ja dann tatsächlich auch mein Twitch-Name. Und mein YouTube-Name. So, von daher fand ich das eigentlich ganz nett, hier so das so klein zu machen. Ja, jetzt muss ich wieder verhandeln, weil die Burgpunkte für den nächsten Tag werden wieder ausgegeben. Oh, und ich habe mich vertippt. Das ist jetzt nicht so schön. Hab zumindest alle drin. Und ich hoffe, ich bekomme das auch ohne die Hilfe des FOE-Helfers hin. Na, mal schauen. Nee, hat nicht geklappt. War jetzt auch nicht ganz eindeutig. Mann, mich wieder vertippt, ne? Okay, Tyrawal, dann danke für deinen Input und ich überlege mir das und ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Schlaf gut. W ist meine Hauptwelt. Ja, das stimmt natürlich. W ist halt irgendwie meine Hauptwelt inzwischen geworden, weil ich da auch in so einer absolut genialen Gilde bin, wo Diamantrex, aka Freaky Graf Sushi, der Gildenleiter ist, der diese Gilde absolut vorzüglich leitet. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der auf W spielt, in die Freaky Family einzusteigen. Und ein Freak zu werden. Jetzt habe ich die Gildenwerbung doch noch gemacht. Ja, falls ihr auf Denego spielen solltet und das eure Hauptwelt ist, dann könnt ihr natürlich auch gerne zu uns kommen, wenn ihr sehr ambitionierte Spieler seid. Also wir versuchen halt in den unter den Top-Positionen zu sein. Wir sind heute mal wieder Rang 2. Es hängt da sehr vom Ergebnis in den, im GVG ab, vom täglichen Ergebnis. Und wenn wir da gerade mal irgendwie Krieg mit bestimmten Gilden führen, dann fallen wir auch hin und wieder mal ein bisschen zurück. Aber ich glaube, wir sind schon die zweitbeste Gilde auf die Neo. Aber eben auch nur die zweitbeste. Genau. Und das Ziel wäre, oder die Idee wäre vielleicht auch mal den Erstbesten so ein bisschen Konkurrenz zu machen, aber im Moment funktioniert das noch nicht, die sind wirklich gut. Ja, Sound Vision. Wenn du auch gleich los musst, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bist du auf dem Discord? Also auf dem FOE-Olymp Discord? Falls nicht, dann klick doch gerne auf den Link, der gleich über deinem Post steht, und komm mit auf dem FOE-Olymp, dann kannst du da auch gerne mal posten, auf welchen Welten du spielst. Da haben wir auch so eine Übersicht. Ich glaube, du hast noch nicht gepostet, oder? Also, falls du schon da drin bist. Habe ich heute mal einen Kanal zu angelegt. Da gab es auch Zustimmung von den anderen, von daher hoffe ich, das war okay. Ich habe zumindest noch keine Kloppe bekommen von den anderen Videoproduzenten. Genau. So, und auf der Hauptwelt kann ich dann, wenn ich die 15-Minuten-Produktion eingesammelt habe, dann auch meine Forge Bowls ausgeben. So. Und da mir hier niemand ein Argument liefert, den Tagespreis nicht zu tauschen, werde ich das jetzt mal tun und hoffe auf Medaillen. Nein, keine Medaillen. Diamanten. Diamanten. Diamanten wären auch gut als Austauschpreis. Aber ich muss hier die Gildenexpedition noch zu Ende spielen. Das ziehe ich jetzt hier auch durch. Also ich will den Wochenpreis auf jeden Fall noch haben aus der Tagespreisbelohnung und hoffe, ich habe nochmal ganz großes Glück und bekomme nochmal einen Wunschbrunnen. Und wenn ich jetzt hier ein paar ungebundene Einheiten verheize, dann ist es eben so. Man kann nicht alles haben. Ich meine, so ein paar ungebundene Einheiten habe ich ja inzwischen auch gesammelt, von daher ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich da hin und wieder welche verliere. Die Versuche habe ich auf jeden Fall in ausreichender Anzahl. Ja, nehme ich mal die stattdessen rein und... So, also es geht eigentlich schon ganz gut hier zu kämpfen. In den Gegengefechten noch nicht wirklich, leider. Ja, alles gebundene. Ich kann jetzt gleich nochmal versuchen mit Agenten, wenn mir die anderen gebundenen ausgehen. Da habe ich ja jetzt auch 2 gebundene Agenten inzwischen. So geht's noch. Und der letzte Kampf. Ja, da kann ich 2 Agenten mit reinnehmen und dann einfach noch irgendwas, wovon ich viel habe. Viele von denen habe ich. So. Ein Agent gestorben und tatsächlich auch der ungebundene Soldat, aber gut, dann ist es so. So, die Quest ist abgeschlossen. Sehr schön. Und ein Agentenversteck. Ja, werde ich nicht aufbauen. Oder sollte ich es aufbauen? Vielleicht vorerst aufbauen und später wieder abreißen. Ich habe noch einen Wunschbrunnen. Wo habe ich denn den her? Geil. Dann habe ich jetzt schon 4 Wunschbrunnen in meiner Wunschbrunnenwelt. Ich hoffe natürlich auch so ein bisschen, dass ich mal in der Gags dann irgendwann die Jungbrunnen bekomme. Da habe ich, glaube ich, noch nichts. Nee. Wahrscheinlich Fragmente. Genug Fragmente gesammelt und dann getauscht und vergessen wieder aufzubauen. Ja. Hallo Freakman. Adde mich mal auf die. Hast du mir eine Freundschaftsanfrage gestellt? Ich bin ja jetzt hier auf A auch fertig soweit. Ich gebe noch die Forge-Punkte aus. Die kriegt jetzt hier auch noch Lalong einfach mit rein. Und je nachdem bin ich da entweder P5 oder P4, wenn ich noch genug einzahlen kann. So. Ich muss wen löschen. Ja, ich kann ja mal gucken, ob ich wen löschen kann. Dazu hat man ja den FOE-Helfer und den Moppel-Assistenten. Gehe ich mal auf die Freunde und gucke, wer da sehr lange nicht gemoppelt hat. Condex hat noch nicht gemoppelt, weil er noch recht neu ist. Der ist auch bei uns im FOE-Olymp, glaube ich, gelandet. Also der ist jetzt erst neu mir gefolgt. Cobb hat schon lange nicht mehr gemoppelt. Miraculix auch nicht. Bin ich jetzt gerade bei... Nee, hä? Ach nee, Quatsch, ich bin gerade... Nee, verzeiht. Ich bin falsch. Condex ist neu in meiner Gilde, nicht auf dem FOE-Olymp. Und der hat noch nicht gemoppelt. So, dann hier in der Freundesliste, da gibt es doch bestimmt noch mehr, die noch nicht gemoppelt haben. Zykora, 129 Tage nicht mehr gemoppelt. Zykora kann ich rausschmeißen. Sonnenscheinchen kann ich nicht. Oder hier auch was weiteres hinten. Okay. Da kann ich ein paar rausschmeißen. Krieg nochmal einen Moppel und dann entferne ich die Freunde, Ex-Freunde sozusagen. Gerb auch. Das sind auch über 100 Tage. So. Und Kaiserin Mary. Die ist zumindest online, wie man an dem Symbol sehen kann. Ja, vielleicht gehe ich dann doch lieber auf Blue, weil Blue ist auch Nummer 113. Blue. So. Ja, jetzt habe ich wieder Platz für dich. Falls du mir eine Freundschaftsanfrage schicken möchtest. Okay. So. Okay. Ja, Diamantrix, hast du schon den Baum gefunden? Also diesen Baum hier. Genau. So. Aber hier kann ich jetzt auch noch nicht... Ja, doch, Gags kann ich ein bisschen weitermachen. Kann ich ein bisschen weitermachen. Diamanten. Sehr schön. Quest abgeschlossen. Ja, 500 Güter sammeln kann ich anlassen. Jetzt ist es schon wieder 0:39 Uhr. Liebe Leute. Und um 1 wollte ich ins Bett. Ich kann zum Glück gerade ein bisschen länger schlafen, weil wir gerade in Quarantäne sind und ich meine Tochter nicht in die Kita bringen muss. Also nicht wir, sondern sie ist in Quarantäne. Ich darf sie auch nicht in die Kita bringen. Das ist Das ist Freud, was das Ausschlafen angeht, und Leid, was das Arbeiten angeht. Mit gleichzeitig einem kleinen Kind zu Hause, das dann immer wieder auch ins Homeoffice reinkommt und natürlich gerne spielen möchte. So, noch einmal. Hab FA. Hab ich. Hab ich. Freaky Golf Sushi. Auf D. Wo sortierst denn du dich ein? Wie viel? Ah, hier bist du ja. Ganz weit hinten. Du bist anscheinend ein ganz schlechter Spieler auf D. Raid. Chris, was meinst du? Das ist die Erinnerung an den Raid. Aber ehrlich gesagt, warum nicht? Wozu hat man denn Commands, ne? Demnächst kommt da auch ein Text, wenn du Ausrufezeichen Raid eingibst. Genau, also offensichtlich ist das hier eine Diamantenwelt von dir, eine Wunschbrunnenwelt, und du arbeitest auch noch daran, dass die größer wird oder dass deine Wunschbrunnen verkleinert werden. Du hast nämlich sehr, sehr große Wunschbrunnen, Diamantrix. Als Diamantenkönig erwarte ich auch, dass du eine Wunschbrunnenwelt hast. Wunschbrunnenhausen heißt sie? Die Stadt? Nö, Graf Sushis Stadt. Nennen Sie mal um. Wunschbrunnenhausen ist ein schöner Name. Plätze für Terror. Achso, möchtest du die LGs haben, um deine Kampfkraft zu stärken? Wie gesagt, guck einfach bei mir rein. Ich werde diese kampfkraftlegendären Gebäude sicherlich auch mal wieder fördern. Kann aber sein, dass es noch ein bisschen dauert, weil ich habe die jetzt halt auf einem gewissen Stand, wo ich erstmal soweit zufrieden bin. Und wenn du siehst, dass die hier weitergehen, dann einfach einzahlen und gut. Einfach mit 1,92er Bonus einzahlen und dann hast du den Platz auch. Ich überbiete dich nicht. Also wer bei mir einzahlt in die LGs mit der gleichen Förderrate wie in der Gilde, der kriegt den Platz auch. Kannst auch schon mal präventiv einzahlen, aber es kann sehr lange dauern, bis ich die weiter level. Okay, so, hier müssen wir nochmal 15 Minuten warten. Achso, und die Fortschritte noch ausgeben. Im Moment bin ich halt am Arche-Leveln. Ja, also mit einem FP kommst du bei mir nicht weit. Da wirst du halt immer überboten. Das machen halt manche tatsächlich auch aktuell bei mir und zahlen ein FP ein, obwohl sie, also zahlen wiederholt ein FP ein, obwohl sie jedes Mal überholt werden. Verstehe ich nicht. Naja, wahrscheinlich ist es auch irgendjemand, der versucht, seine FP loszuwerden, dann irgendwie durch die ganze Freundesliste und die ganze Nachbarschaft durchgeht und dann bei jedem irgendwie ein FP einzahlt und dann seine FP los hat und vielleicht hin und wieder mal eine Blaupause bekommt. Wahrscheinlich ist das die Philosophie, und der merkt sich halt nicht, wo er ein FP eingezahlt hat, und wenn er dann bei mir ein FP einzahlt und er nichts bekommt, dann ist es halt so. Also wenn es ihm egal ist, dann ist ja auch gut. Dann ist er seine FP los und aber er kriegt halt nichts bei mir dann mit einem FP, weil ich keine legendären Gebäude habe, wo man mit einem FP noch was kriegen kann. Die geben halt auch alle Fortschritte zurück. So, Leonidas in seinem Aachener, das belege ich schon mal gleich. So. Ne, den jungen FOE-Spieler habe ich gefunden indem ich wechsle hier nochmal auf die Twitch-Ansicht, indem ich geguckt habe, hier Forge of Empires, auf Forge of Empires, auf die Kategorie und dann geguckt habe, welche Videos erschienen sind in deutscher Sprache. Und da habe ich ihn gesehen. Und dann habe ich einfach mal reingeschaut bei ihm und reingehört und dachte mir so, oh, ich glaube, der macht es gar nicht schlecht. Also klar, er ist halt noch jung und quatscht jetzt nicht die ganze Zeit durchgängig, so wie ich das jetzt mache zum Beispiel, um halt immer irgendwie was zu sagen. Und nicht einen, ja, einen stummen Stream zu haben. Aber so, was er so erzählt, finde ich gut. Und er liest halt auch die ganzen Nachrichten vor. Und wo er die Tutorials gemacht hat, hat er auch die Tutorial-Texte vorgelesen hat. Und das hat er alles sehr gut gemacht. Und da dachte ich mir so, ja, den empfehle ich mal weiter. Ansonsten ist hier aus unserer Community habe ich den Yu gesehen. Yu zockt, hat auch einen Stream gemacht. Und Paul Meme hat auch einen Stream gemacht. Allerdings sind die noch nicht so ganz so gut gelungen. Also das sind so erste Tests gewesen, wie ich das mitbekommen habe. So, von daher kann man da nur empfehlen, bleibt dran, das wird schon, das kriegt er schon hin. Und wie ich gehört habe, sind es auch noch ganz junge Spieler. Also keine, die schon seit 30 Jahren Fußball spielen. Also ich weiß nicht, ob ich mit 8 Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen, aber es kann gut sein, dass ich mit 8 angefangen habe, weil ich halt in der Grundschule angefangen habe. Und ich spiele halt auch heute noch Fußball, wenn es Corona erlaubt. Und im Moment ist es ja, geht es ja für Geimpfte. Und von daher spiele ich eigentlich jeden Montagabend Fußball in der Halle. Also Hallenfußball spiele ich aktuell. Genau. Ja, zum Beobachten kann man auch ein FP einzahlen und dann snipen. Klar, kann man auch machen. Aber im Zweifel ist halt der FP weg, ne? Bei denen, die sich nicht snipen lassen. Aber wirst du wahrscheinlich auch nicht sauer drauf sein, dann, Chris, wenn da ein FP flöten geht. Ach, hier muss ich wieder 110 machen, damit die Kamera passt. So, hier kann ich noch etwas Gigs spielen. Hier geht es natürlich super easy mit der Gigs, weil ich hier einfach mal für eine Eisenzeit statt absurde Kampfboni habe. Und da eigentlich in der ersten Stufe mit dieser Kampfaufstellung nie eine Einheit verloren geht. Ich muss halt nur tauschen hin und wieder. Und das ist halt eine sehr bequeme Kampfaufstellung, wo man ganz selten tauschen muss. Aber somit habe ich dann schon Stufe 1 durch. Eigenes Relikt. Fertig. So, Herausforderung ist auch erledigt. Und die 8-Stunden-Produktionen sind auch an. Von daher bin ich auch mit dieser Welt durch. Oh, 3 noch. Machen wir 4. Kannst du snipen, Chris? Und hier wollten ja noch ganz viele ihre LGs belegt haben. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Markus P1, der hat so eine komische Schreibweise. Hitos, ach so, Alka, Fragezeichen. Dann steht es da nochmal. Naja. Gut. Und dann belege ich nochmal die legendäre Gebäude. Erstmal bei Kai-Uwe. Damit ich das legendäre Gebäude auch finde. Ist es der Markusdom? Es ist nicht der Markusdom. Es ist die blaue Galaxie. So, dann noch der Markusdom. Und dann Hitos, Arche. Nee, Hetos. Hitus. Arche. Ist das die Arche? Nein, das ist nicht die Arche. Das ist die Arche. So, dann Zeus. Zeus. Und Alka. Ne, wahrscheinlich der kleinere Beitrag. Das Alka war auch schon halb voll. Alka, genau. So. Ist hier auch relativ wichtig für mich, dass ich die, die Archeförderung belege, weil ich noch daran arbeite, meine letzten Siegerweiterungen freizuschalten. Tatsächlich habe ich eine weitere freigeschalten. 3 fehlen noch. Und dann habe ich es geschafft, hier auch alle Siegerweiterungen in der Eisenzeit zu holen. Wobei ich hier auch überlege, aufzusteigen. Schon seit langem. Okay, Chris ist immer nur auf H unterwegs. Auf der Welt H. So, jetzt bin ich aber hier... Ups. Jetzt bin ich aber hier fertig. Gehe auf Uceria. Uceria war ich, glaube ich, sogar schon fertig. Da habe ich schon die 8-Stunden-Produktion angestellt, aber ich muss nochmal bei den Japanern reinschauen. Genau. Ja, hier kann ich nochmal 8-Stunden-Produktion einstellen. Oh, das sind 15-Minuten-Produktionen. 8-Stunden-Produktion einstellen und wollte noch den neu gewonnenen Platz nutzen. Dahin und dahin, da kommen die beiden Gebäude hin und dann... Ach so, ich kann ja schon das große Haus bauen. Gut, dann muss das hier warten. Baue ich da das große, das ist ja dann in einer Stunde fertig. So lange werde ich aber hoffentlich nicht mehr da sein. Ja, war jetzt auch nicht so klug. War jetzt auch nicht so klug, das wieder abzureißen. Aber ich muss hier noch verhandeln. Meine Nase juckt. Ob das so die ersten Anzeichen von Corona sind? Oder ist es die Nervosität, weil ich hier live streame? Eigentlich bin ich nicht nervös. Eigentlich bin ich nicht nervös. Vielleicht sind es tatsächlich die ersten Corona-Anzeichen. Oder vielleicht haben wir doch kein Corona. Vielleicht ist es doch nur eine Erkältung. Kein Corona im Haus. Aber dieser leichte... Schimmer von positivem Test deutet schon ein bisschen darauf hin, dass es doch leider das ist. Naja, was heißt leider? Eigentlich irgendwann muss man es ja mal bekommen. So, hier breche ich ab. 25% sind mir nicht genug. Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe. 33% sind okay. Da versuche ich es. Immerhin eine 3:1 Chance, dass es klappt. Und es klappt sogar. Okay, ja, jetzt habe ich wieder Einkünfte gehabt, aber leider keine Instrumente. Von daher kann ich nichts freischalten. So, noch einen Shinto-Schrein und einen weiteren sollte ich jetzt auch noch bauen können. Der braucht jetzt nochmal eine Minute zum Aufbauen. Lasse ich die Welt mal offen und wechsle dann zur Beta-Welt. So, noch 10 Stunden. Noch 10 Stunden, dann ist hier alles zu Ende. Na, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Aber schaffe ich wahrscheinlich keine einzige Quest mehr in den 10 Stunden. Ja, nicht oft genug online gewesen. Aber es ist halt nur die Beta. Und wäre jetzt irgendwas Interessantes zu berichten gewesen aus dem St. Patrick's Day Event, hätte ich zumindest mit dem Event ein Video vor Eventbeginn machen können. Aber das St. Patrick's Day Event ist halt tatsächlich exakt genau das gleiche wie immer. Und da gibt es nichts zu berichten, was nicht andere schon berichtet haben. Da kam ja jetzt vor kurzem auch das Video von Socket und ich glaube, auch da ist alles drin, was man wissen muss zum St. Patrick's Day Event. So, meine Stimme braucht was Neues zu trinken. Oh, da fehlt mir, ich brauche noch einen Pause-Screen. Und 110%. 110%. 110 passt nicht. Komisch. Also auf der Beta-Welt passt das Bild trotzdem nicht. Naja, vielleicht sollte ich es wirklich mal an den Rand verschieben, damit ich nicht mehr das Problem habe, dass hier ständig das Bild aus meiner Form rausrutscht. Das wäre natürlich auch eine Lösung dieses Problems, ne? Dann könnte ich es vielleicht hier oben über den Chat drüber machen. Über den Chat oben drüber. Na, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Genau. Ja, Jupitermond gibt es auf der Beta noch nicht. Ist noch nicht freigeschalten. So. Und jetzt... Also, jetzt bin ich fertig auf der Beta. Nur noch die Forge-Punkte ausgeben. Ja, stecke ich die hier mal wieder in das Opsi. Ich habe, glaube ich, ein paar Tage nicht eingezahlt. So 4 Tage oder sowas. Nummer 46... Ne, jetzt ist sie 45. Wo bin ich denn? Ach so, war schon gelevelt, okay. Ach so, ich muss angeben, was jetzt der Stand ist. 382. 382, ja, tatsächlich plus 8. So, okay. Dann bin ich auf meine 8 Forge-Punkte los und auf der Beta-Welt fertig. Kann ich die Beta-Welt schließen? So, hier ist der Shinto-Schrein fertig. Bin ich auch auf der Classic-Welt fertig. Hier noch einen Kampf machen. Gex habe ich, glaube ich, gespielt. Oder? Ja, aber ein paar Kämpfe sind noch offen. Ach nee, ist ja nicht freigeschalten, deshalb. Kann ja kurz schreiben. Und die Tyrane noch abholen. Fehlt zwar ein Platz, aber... So, ansonsten klingelt jetzt wieder mein Wecker. Kann ich ausstellen. Nochmal 8 Stunden Produktion im Mogulreich starten. Für die Shatris. Den FOE-Helfer mal so stellen wie auf dem Live-Server. Du meinst hier an die Ecke, damit es den gleichen... Also für mich ist es ein... Also ich finde es ganz gut, dass es da woanders ist, damit ich merke, dass ich auf dem Live-Server bin. Aber... Question... Achso, ich muss die Münzen noch einzahlen. So. Aber es irritiert mich tatsächlich persönlich auch. So, Diamantrex, dann gehe ich nochmal, bevor ich jetzt hier die Forge Bowls ausgebe, gehe ich nochmal auf Wahlstrand. Und sammle hier nochmal ein. Ja, mittelgroße Armee besiegen schaffe ich nicht. Ich komme nicht mehr weiter in der Quest. Moderate Verhandlung kriege ich auch nicht hin, da mir jetzt die Güter fehlen. Ich muss Steine tauschen. Ich stelle mal ein paar Handelsangebote ein noch. Wo sind sie denn jetzt? Furchtbar. Handelsangebote einstellen. Ist mein... Habe ich jetzt im letzten Stream schon gesagt, ist mein Hassthema. So, Steine gegen Marmor. 20 mache ich mal. Gegen Holz. Und gegen Farbe. Und nochmal 10 gegen Wein. Wenn du kannst, Diamantrix, nimm sie gerne an. Dann kann ich die Verhandlung noch fertig machen. Ansonsten hänge ich hier natürlich deutlich hinterher, was die Event-Quests angeht. Einerseits, weil ich später angefangen habe. Andererseits, weil ich nicht so schnell die Quests erfüllen kann. Weil das ja quasi eine Behelfsstadt ist, die dann wieder zum Gesicht umgebaut wird. Sofern... noch 3 Güter sammeln. Ja, das wäre natürlich auch gut. Ich stelle es mal noch in den Handelschat ein. Das wäre dann 2 Fliegen mit einer Klappe. Dann könnte ich die Tagesquest noch abschließen. Wo ist denn der Handelschat? Güterhandel, da. Und Bap. So. Schon angenommen. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gut. Dann ist das fertig und kann hier, dann kann ich hier... Ist das schon alle angenommen? Okay, jetzt zeigt es nicht mehr rot an. Jetzt zeigt es nicht mehr rot an. Aber es kostet mich 5 Güter, ey. Das ist natürlich heftig. Aber es sind zumindest nur 5. Und wenn ich es jetzt versauere, dann setze ich auch die Diamanten ein an der Stelle, weil es mir hier zu... Na. Zu teuer ist von den Gütern. So komme ich aber weiter in der Quest. Dann kann ich nochmal 5 Bäumchen bauen. Ja, danke dir, Diamantrix, fürs Annehmen. Und hier nochmal auf... Nö. Keine Medaillen. Gut, nochmal 6 Forge-Punkte auszugeben. Diamantrex, die kriegst du glatt. Okay, und dann morgen weitersehen. 70 Bevölkerung hinzugewinnen kann ich vielleicht jetzt noch machen. Ich hoffe, das ist nicht zu teuer. Was nehme ich denn da am besten? Da kann ich so ein paar Mal Sperrkämpfer stellen und löschen. Aber das ist zu groß. Ich habe keinen Platz dafür. Dann muss ich einmal das I verschieben. Oh Gott, wie das aussieht. So, Sperrkämpfer aufstellen, Sperrkämpfer löschen, Sperrkämpfer aufstellen, Sperrkämpfer löschen, Sperrkämpfer aufstellen und Sperrkämpfer löschen. So. Okay. War das jetzt wirklich günstiger, als ein anderes Gebäude zu bauen? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Okay, gut. W ist fertig. Dann kommen wir als letztes auf D. Es ist schon nach 1. Oh nein, es ist schon nach 1. Aber es schauen noch 11 Leute zu. Wow. Wow. So, wo noch? Hier. Dafür kann ich die auch nochmal abholen. Dazu bin ich wieder nicht gekommen. Und das werde ich jetzt auch wieder nicht machen. Ich muss nämlich meine Venus-Kolonie noch umbauen, sodass sie ja endlich mal produktiv ist und nicht so ein Gerümpel wie jetzt. Ja, ich will gern mehr Clips. Ich will gern mehr Clips. Und wenn es ein lustiger Clip ist, auch immer gerne. Ein zweites Eventgebäude im St. Patrick's Day. Also tatsächlich, Freakman, ist natürlich das St. Patrick's Day, der Hauptpreis, ziemlich gut. Aber das St. Patrick's Day ist kein gutes Zeitalter, um Diamanten auszugeben, das St. Patrick's Day Event, weil du dich halt auf den Nebenpreis nicht einstellen kannst. Also du hast halt keinen Tagespreis und kannst nicht nebenbei noch andere gute Preise mitnehmen. Das ist bei anderen Events besser. Von daher würde ich persönlich im St. Patrick's Day eher davon abraten, Diamanten auszugeben, um ein zweites St. Patrick's Day Hauptgebäude zu bekommen. Weil du brauchst auf jeden Fall mehr Goldtöpfe, wenn du das schaffen willst. Also es kann sein, dass du mit dem Event, wie heißt das Ding nochmal? Mit der Überraschungskiste zusammen, dass du dann vielleicht 1, 2, vielleicht sogar 3, auf Stufe 3 das Gebäude bringen kannst. Das zweite St. Patrick's Day Gebäude, aber für den Rest müsstest du dir dann Diamanten ausgeben für die Goldtöpfe. Du bist ja, glaube ich, auch, bist du nicht auch so ein Nebenweltspieler? Also von daher, so ein Wunschbrunnen-Weltspieler? Von daher wäre das vielleicht für dich okay. Musst ja dann wahrscheinlich nichts bezahlen, sondern kannst von den Diamanten leben, die du über deine Wunschbrunnenwelten produzierst. Aber wie gesagt, das St. Patrick's Day Event ist eigentlich ungünstig dafür, weil du keine guten Tagespreise dir einstellen kannst, wie in anderen Events. Aber dafür waren halt jetzt in anderen Events die Preise nicht so großartig wie im St. Patrick's Day Event. Weil da ist der Preis halt schon wirklich sehr gut. Einfach keine Zigaretten in diesem Monat kaufen. Du, das mache ich schon seit Jahren. Diamantrix, das mache ich schon seit Jahren. Und trotzdem kommt da nicht mehr Geld rein. Also eigentlich mache ich schon seit 38 Jahren, dass ich mir keine Zigaretten im Monat kaufe. So, okay. Genau, Eventwährung ausgeben. 2300 haben wir nochmal eingesammelt. Das ist doch ganz okay. Dann nehme ich natürlich den der Trainer mit ins Rennen und gehe nicht auf den Tagespreis, sondern auf die weitesten Schritte. Oder so eine Mischung. Ich würde halt hier gerne relativ hochkommen, um noch eine Schildwacht mitzunehmen. Oder eine Schildwacht mitzunehmen. Und meistens ist der Siegerplatz oder der Tagespreis ja auch bei dem gleichen, wo die Schritteffizienz am besten ist. Also von daher gehe ich immer auf den kleinsten. Okay, dann haue ich mal raus hier. Oh, verklickt. Vielleicht nicht ganz so schnell. Aber dafür habe ich auch einen Siegerplatz bekommen. Und nochmal. Das wären dann schon zwei. Eine Fahnenwache, juhu. Und da sogar eine Verdopplung der Fahnenwache. Ich wollte mir eigentlich was zu trinken holen. Nur lohnt es kaum noch, mir was zu trinken zu holen. Da war es mal unterschiedlich. Nummer 3. Also die anderen Kits hatte ich schon ausgegeben bei Schildwachten. Ja, 48 kann ich auch noch 2 Schritte machen. Die anderen Forge Bowls hatte ich schon ausgegeben, als die Schildwachten Tagespreis waren. Oh, Verdopplung beim Siegerplatz. Das habe ich, glaube ich, 6. Manchmal hilft es meckern. Jo, okay, das war's. Das war's. So, Preise einfordern. Ich fordere die lieber manuell ein. Okay, und in die Arche stecken. So. Okay. Ah. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, aber ich glaube, es waren 6. Ich glaube, es waren 6. 2 müsste ich noch gehabt haben. Ich habe nämlich immer 2 aufgehoben für den Fall, dass ich im Antiquitätenhändler einen Siegerplatz schon bekomme, also die Stufe 1. Oh, hier gibt es nochmal die Villa des Gouverneurs. Da muss ich gleich nochmal reinschauen, bevor ich wirklich schlafen gehe. Du bist ein Dampfer, kein Raucher. Okay. Muss ich gleich nochmal reinschauen, bevor ich schlafen gehe und dann nochmal was reinzahlen. Vielleicht kriege ich die Villa. Das wäre natürlich super, weil mir fehlt immer noch eine Stufe bei der Villa. Ich habe hier eine nur auf Stufe 8 statt auf 9. Ja, damit wäre ich durch alle Zeitalter soweit durch. dann war's das, was ich heute machen wollte. Ich habe auf jeden Fall die Eventpreise durchgeguckt und auch die Tagespreise abgeholt. Ich habe die Gags gespielt. Venusumbau habe ich nicht geschafft. Ja, vielleicht schaffen wir das in einem anderen Stream. Wobei in einem anderen Stream ja dann wieder interessant wäre, also falls ich am Donnerstag schaffe, also schon in 2 Tagen, muss ich mal gucken, vielleicht streame ich am Donnerstag, wäre es interessant, dann vielleicht den Aufstieg in das Hochmittelalter auf der Classic-Welt zu streamen. Genau. Ach nee, Freakman ist der Dampfer. Ja, genau, Aufstieg Classic wäre da möglich und Aufstieg in der Eisenzeitkampfstadt. Habe ich mir mal als Themen aufgeschrieben. Kanalpunkte habe ich angesprochen. Ich werde nochmal vielleicht einzeln auf die einzelnen Kanalpunkte eingehen, die ich dann drin habe. Und so, ich hoffe, es kam jetzt auch keine Werbung zwischendurch, aber ich glaube nicht. Hat keiner geschrien. Und von daher ist es gut so. So, was wollte ich noch? Ich wollte noch raiden. Danke für die Raid-Erinnerung. Danke für die beiden Follows an Xphilo und Medion. Und danke auch an Tyrawal für die 50 Bits. Und natürlich auch vielen Dank für die angeregte Diskussion im Chat an euch, die ihr da wart und mitdiskutiert habt. Das macht das Ganze hier immer wieder zu einem Erlebnis, dass man eben mit euch über Themen reden kann. Und ja, deswegen ist Streamen halt irgendwie total nett. Also ich finde das total cool. Ja, vielleicht sehen wir uns am Donnerstag wieder. Und ja, ansonsten wollte ich auch gerne mal wieder Jagged Alliance weiterspielen, aber ich wollte heute halt gerne hier Forge of Empires machen. Wollte auch gerne Jagged Alliance machen, aber geht halt nicht beides auf einmal. Und jetzt muss ich ins Bett. Ja, gut. Dann vielen Dank und euch eine gute Nacht. Und dann muss ich nochmal schauen, wen ich jetzt raiden kann. Zurück zu Twitch. Dann bekommt ihr noch ein paar Kanalpunkte, wenn ihr dran bleibt. Und P-Dizzle ist noch da, also würde ich sagen, wir raiden rüber zum P-Dizzle. Es sei denn, ihr habt einen anderen Vorschlag. Achso, ich gucke nochmal, ob jemand Forge of Empires streamt. Das wäre auch noch eine gute Idee. Vielleicht gibt es ja jemanden, der heute Forge of Empires streamt, wo... nee, nein. Nur ich. Genau, dann geht's zum P-Dizzle. Der spielt Cyberpunk 2077. Das ist tatsächlich ein ganz cooles Spiel. Da habe ich mir auch schon mal so YouTube-Videos angeguckt. Fetzt auf jeden Fall. Ist ein Rollenspiel im Cyberpunk-Universum. Oh, Freakman. Freakman, vielen Dank noch für das Abo hier in der letzten Minute. Vielen lieben Dank dir. Jetzt habe ich ja dann schon 3 Abos, oder? Wow, 4 Abos. Wow, habe ich schon 4 Abos. Vielen Dank. Ja, genau. Und Raid, Kanal Raiden, P-Dizzle. Bleibt noch ein bisschen dran für die Kanalpunkte. Und vielleicht habt ihr auch Lust, ein bisschen dem P-Dizzle zuzuschauen bei Cyberpunk. Ich finde das Spiel ganz cool. Ja, vielleicht macht er da ein bisschen Unsinn. Jetzt bin ich, glaube ich, schon geradet, ne? Oder? Ach so. Hier muss ich noch auf jetzt raiden drücken? Zuschauer sind bereit zum Raiden. Okay, ich muss noch auf jetzt raiden drücken. Ich glaube, ihr hört mich noch. Gut, dann kann ich noch Tschüss sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal und bye bye. Danke, 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 Chris. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön für den Raid. Hat mich, oder freut mich sehr. Danke, 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 danke. Und alle Raider, herzlich willkommen bei mir im Stream. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr hattet alle einen wunderschönen Tag. Freut mich, dass ihr da seid. Und Chris, vielen, vielen lieben Dank. Ganz viel Liebe geht raus. Dankeschön für den Raid. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Hallo. Für das Freaky Graf Sushi, moin! Keine Ahnung, wer du jetzt bist. Moin, wie geht's dir? Darüber, wer du warst. Und Johnny war dir mal wichtig, aber ich bin ein Niemand. Deshalb meine Frage, was kostet mich das? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologie. Schaut da ging ebenfalls raus, Chat. Schaut bei Chris vorbei. Lasst ein Follow da, lasst ein Liebe da, lasst ein bisschen Support da. Schaut auf jeden Fall vorbei. Link ist im Chat dafür. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay. Mich überrascht es auch nicht. Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir